Dieses Jahr wurde der nächste Nationalfeiertag an der neuen Fusionsgemeinde Habst. Vereine und Anwohner aus den ehemaligen Gemeinden Habst und Simmer haben sich zusammen an gut vertrauten Kortisch und an den Feierlichkeiten beteiligt. Nun gewinnt der Deum an der Kirche zu Habst vom Pater Nico Turmes an der Neuerlehung von einer Scherb beim Monument zum Gedenken und der Unabhängigkeit von Lützebusch am Jahr 1839 hat der Bürgermeister Serge Hoffmann sämtliche Anwohner aus der Fusionsgemeinde Habst begrüßt und ihnen sowie alle Vereine merci für ihre Beteiligung und die Feierlichkeiten gesucht. Unter den Inviten wurde der Bürgermeister von der Gemeinde Fou-Canfen in Frankreich, den Herr Denis Bauer. Die Freie Gemeinde Simmer hat mit der Gemeinde Canfen an der Lorraine ein Freundschaftslehr aufgeschlossen, den die neue Gemeinde Habst gerne überholt und weiter feiert. Wenn wir uns heute Lützebüsch gucken, dann müssen wir uns eigentlich sagen, was wir eine Chance heute zu leben. Mit diesen Wieder hat der Bürgermeister seinen traditionellen Ausspruch angelegt und verweist Heimat auf eine funktionierende Rechtsstaat am Lützebäuer Land, ein freit und unabhängiges Land mit Meinungs- und Pressefreiheit, verschont von Terror und Attentäter und auf ein Land, wo Zusammenleben zwischen Lützebüsch und Ausländern doch gut funktioniert. Leider ist das am neuen und weitem Ausland nicht überall der Fall. Genauso sicher als Lützebüsch von heute aber auch das Resultat von der Arbeit und dem Courage von unseren Eltern und Großeltern. Auch ihnen muss man heute merci sagen. Der Schweiß von den Bauern auf den Feldern, der Schweiß von den Arbeitern bei den Heijöfen und Walzwecken, wo matt der Grundstein gelöst von unserem Wohlstand von heute. Und auch dem Courage von den Lützebüchern an den deisteren Jahren von der Nazi-Okkupation, 1945, verdanken wir vieles. Ohne ihre klare Nähe zum Faschismus, ohne die Resistenz, für Lützebüsch wohl kaum im Zweiten Weltkrieg in unabhängiges Land bleiben. Wir können dafür hoffentlich sein auf unser Land. Und wir sollen da doch sein. Aber Sonne schaut auf unserem Nationalfeiertag. Entscheidend war aber auch die Weitsicht von den Lützebüchern in den 50er Jahren, für demals der Europäischen Union beizutreten, an so einem offenen und vereinten Europa zuzustehen, wo nicht recht vom Stärksten zählt, mit wo ein Kleinland sein Interesse verteidigen kann. Mit heute müssen wir uns vorstellen, was bringt Zukunft, so der Bürgermeister. Eigentlich wird das nicht mit Geschichtsschreibung von mir klar können, so. Auch können wir just Roden und Vermutungen ausstellen. Bleibt die EU, wie wir sie 1950 abgebaut haben, bestehen oder bricht sie auseinander? Das ist leider das, was quer durch Europa immer mehr populistische Parteien versichern zu erreichen. Für uns Land, die Damen und Herren, wieder eine Katastrophe. Gerade wir, als ein Kleinland, brauchen ein stärkt als solidarisch Europa. Weiter hilft es Herr Schaffmann dafür, dass froh, wo die USA steuern, nicht zu vernachlässigen ist, mit einem Präsident, der sich nicht scheut, jahrelang funktionierend transatlantische Kooperationen über den Kopf zu gehen, weil sein Land angeblich benachteiligt ist und ausgebeutet wird. Dafür ist es umso mehr wichtig, dass die Europäer an diesen doch schwierigen Zeiten zusammenrücken und zusammenhalten, für nicht den Einfluss an der Welt zu verlieren. Daneben kommen in Zukunft aber auch auf Lützebüsch große Herausforderungen durch. Wir brauchen in Zukunft eine nachhaltige Wirtschaftswachstum mit mehr Verbrauch und Land und natürlichen Ressourcen. Wir dürfen Lützebüsch nicht so betonieren. Das ist ein Froh einfach für Lebensqualität. Wir müssen den Wohnungsmarkt endlich an den Griff kriegen, sonst können schon keine Jungen sich mehr hier im Land eine Wohnung leisten. Und wir brauchen, die Damen und Herren, eine tiefe Integration von den vielen Nicht-Lützebüchern. Auch von ihrer Seite können und müssen wir da Erfahrungen verlangen. Der Risk ist das groß, dass wir ein Land gehen ohne Nationalgefühl, ein Land ohne Seele und Multikulti. Für den traditionellen Ehrenwein gaufen ein paar die Medaille verdient, wobei der Camille Wagner für 30 Jahre Engagement am Habster Gemeinderat ausgezeichnet gauf, während der Ferner Bohler ausgezeichnet gauf für 24 Jahre am Gemeinderat, wobei den Herr Bohler sein Medaille schon an einer anderen Zeremonie vom Innenminister überreicht krut. Anschließend gaufen danach verdienstvolle Membre von der Pumpschen ausgezeichnet, sowie verdienstvolle Musikanten aus den Dorfmusiken.
Mit der Erneuerung vom Gemengerat gehen noch die beratenden Kommissionen erneuert. Für einen ersten Kontakt zwischen dem neuen Kommissionsmembern herzustellen, hat der Chefrat auf eine erste Informationsrezeption invitiert, wo der Bürgermeister eine ganze Reihe Informationen über die Kommissionen gehen wird. Es gehen obligatorisch Gemengekommissionen, die vom Gesetz vorgesehen sind. Darin fallen die Kommunale Integrationskommission und Schulkommission, denen hier Komposition und hier Aufgabe per Gesetz festgelöst gehen. Eine weitere obligatorische Kommission ist die Bautekommission, die über das Gemengereglement, nämlich das Baute-Reglement, festgelöst ist. Daneben gehen dann die Fakultativkommissionen, die der Gemengerat schafft. Bei einem Mäufel an einem Pott konnte sich die neue Kommissionsmembre kennenlernen und damit wurde der nächste Kontakt entstanden und Kommissionen können ihr Arbeit abholen. Zum Aufschluss von den Vakanzenaktivitäten an der Maison Relais gab von den Responsablen ein Flottfeuer organisiert. Die Vakanzaktivitäten stungen dieses Jahr unter dem Motto «Ein Reis durch die Welt», wo die Kanner während 2 Wochen verschiedene Länder besichtigen, an denen spezifische Aktivitäten zu diesen Ländern gemacht wurden. Zu den einzelnen Aktivitäten, die wir dann an den Ländern begegnet haben, haben wir Spanien zum Beispiel Castagnette gemacht. Wir haben, wo das mal Japan waren, haben wir dann die Olympischen Spiele noch gespielt. Wir waren dann in Brasilien, wo das mal Fußball gespielt haben. Ob die Aufschlussfeier wurden sämtlich Eltern invitiert und konnten hier Kanner zurück von ihrer Weltreise zu Eichen empfangen. Die Vakanzaktivitäten wurden gut besucht und Kanner hatten ihren Spaß und haben viel kennengelernt. Ein ganz schönes Erlebnis für die Kanner war, dass sie in den verschiedenen Ländern kulinarische Spezialitäten kennengelernt haben. Und da war die Kanner begeistert und haben wirklich mit voller Freude mitgemacht. Und auch das Gutwieder hat sein Teil zu den flotten Aktivitäten beigetragen. Wir waren noch einen Tag für ein paar Hawaii geflogen, wo wir ganz nah just Wasserspiele gemacht haben. An den Ortschaften von der Gemeinde Habst gaufen rezent neue Pannoen abgestellt, für Trüppelwehr auszuweisen. Das Trüppelwehr verbannen dann auch sämtliche Ortschaften von der Gemeinde Madeneen, der auf einer Gesamtlänge von 55 km von den alten Rundwehr zusammenrechnet. Die 5 Ortschaften von der Geichel, dazu zu Eichel gehört, bis auf Hurt, wo man fertig spricht, um Wehr zusammenzustellen, die eigentlich en gros durch Böscher gehen dann ganz wenig Überquerungen von Straßen mit sich bringen. Die Initiative für dieses kleine Projekt kommt von der Gemengeverwaltung und auf mit tatkräftiger Unterstützung von der Natur- und Forstverwaltung umgesetzt, wo der Bürgermeister den Responsablen am Namen von der Gemeng Merci gesagt hat. Wenn ich so in der Forstverwaltung als das dann mit dem Herr Gengler habe, den Chef vom Arrondissement, als dann noch die 2 Fürsteren aus denen 2 Gemengen, den Templier, eben den Fürster von unserem, vom Hauptstadtbüsch, von so gesagt. Und der Marc Parias, den die meisten auch kennen, den eigentlich den Simmerer Büsch, wie sie noch betreut hat. Am Ganzen stehen 9 Pannoen an der Gemenge an Tisch und auf denen einzelne Wehr gehen Indikationen für sich nicht zu verlaufen. Daneben gehen die Plan ausgeschafft, den Gemengen Geschäfte, Kaffee und Restaurant sowie den einzelnen Syndikat-Initiative aus der Gemenge für ihre Klienten zur Verfügung stellt. Das ist also eine Flott-Initiative für Leute, die gerne wandern, aber auch ein wichtiges Sache im Kontext von der Fusion. Für das Fusion, um Terra nach weiter zu feiern, hat es Herr Schaufmann eine weitere interessante Initiative verraten. Ich wollte so bei Gelegenheit, dass wir auch jetzt den Akkord vom Staat haben, den uns das heisch und hellig versprochen hat, dass wir auch eine Busverbindung, eine RGTS-Busverbindung kriegen zwischen allen Ortschaften von unserer Gemeinde, die soll am Fahrplan von September bei der ersten Fahrplanänderung mit angefordert gehen, wo wir also eine RGTS-Linie kriegen. Das zukünftige Buslinie führt dann durch sämtliche Wirtschaften von der Gemeinde mit Ausschluss aus Stengefurt an Klangbettener Gare. Dass man vorhin eine Buslinie, die parallel, wenn ich will, zu der Aareler Straße irgendwie
verläuft, wo die an die anderen Buslinien, die wir hier kennen, Friedenstadt oder Eichenstadt, die von der DGIF treffen wird, also da könnten steigen eventuell auch bei 222 zu Stängen fordern. Auch das meine ich also ganz flott und ein wichtiges Projekt im Kontext von der Fusion, wenn wir da fertig bringen, auch um ein Gesellschaft mal nicht zu verbannen. Bis dahin können die Leute die neue Gemeinde Habst zu Fuß über die neu ausgewiesene Beschwerde besichtigen. Während der Sommervakanz bietet Gemeinde Schüler ab 15 Jahren Vakanzenjobs an. Hier helfen die jungen Leute dann in anderen bei den gängigen Entretien selbst, wie den Innerhalt von den Grünflächen an Trottoiren. Sie wird mit Kieren, Unkraut rappen oder auch öffentlich Pubellen eitel machen. Aber auch verschiedene Ausstreichsarbeiten stehen im Programm. Daneben begleiten sie die Gemeinde Erbisch dabei ihren alltäglichen Missionen und können hierbei auch eine Hand mit aufpacken und kriegen so einen Ablick an die Erbischen, die im Terrain auffallen. An der Gemeinde Habst gibt Studenten von Juli bis September während drei verschiedene Perioden von jeweils drei Wochen angestellt. Pro Periode gibt vier Schüler aufgeholt, und wenn das Jahr nicht dabei war, soll sich ruhig das nächste Jahr melden. Aufgrund von den vielen Kandidaturen wird an der Gemeinde Habst zu der Jure geguckt, für den Schüler Vierrang zu lassen, die noch nicht während einer Sommervakanz auf der Gemeinde geschafft haben. Für alle Wirtschaft aus der Gemeinde mit einem Spielplatz auszustatten, gehen zu Greich und zu Rot neue Spielplätze angelöst, die rezent der Präsenz vom Gemeinderat, der lokalen Syndikatinitiativen und der Entente offizieller Betrieb geholt gehen. Zu Habsch und zu Eichen, da hatten wir schon relativ elaborierte Spielplätze, da haben wir die letzten Wochen auf Ort geschafft, dann ein bisschen die Spieler ersetzt. Und zu Rot und zu Greich eben haben wir in der letzten Woche geguckt, an einen Spielplatz zu installieren. Bei der Sicht nur einen passenden Gemengenterrain zu Greich und zu Rot, gauf Großwert darauf gelöst, einen sicheren Platz zu finden, wo keine Gefahr seitens dem Straßenverkehr besteht. Die Spielplätze gaufen an eige Regie vom Service Technik gelöst. Dafür wünsche ich große Merci aber so an unserem Service Technik, den sich da viel mehr gemacht hat, für die ganzen Amenagementen zu machen. Sie auch sie selber, die haben geschafft und gebaut haben. Wir haben keine Entreprise gehabt für die Amenagementen. Für eine gewisse Handhabung zu haben, sind Spielplätze oft bis 9 Uhr ab, für so den direkten Opern die neue Schnurzrot zu garantieren. Zugänglich sind Spielplätze dafür Kanner bis 12 Jahre. An die 12 Jahre, ich meine, es ist auch wichtig, dass man wirklich Kanner hier haben und nicht ein bisschen lauter größer, jugendlicher. Das geht eine Mischung, die vielleicht nicht ideal ist, dafür, wie gesagt, 12 Jahre, wo wir gesagt haben. An solchen Spielplätzen, also aber noch zu erwähnen, die dritte Spielplatz, die wir im Programm haben, neu aus Simmer, das auch nicht vergisst, das ist ein Programm für zu Simmer, Spielplätze auszubauen. So wünscht die Gemeinde für und allem die Kanner, aber natürlich auch ihren Eltern, viel Friede und Spaß auf den jeweiligen Spielplätzen an den einzelnen Dörfern. Simmer ist ein idyllisches Dorf bei unserem Maistall und zählt heute an rund 362 Einwohner. Simmer ist durch seine historischen Bauwerke charakterisiert, die die Geschichte von diesem Dorf rumspiegeln. An diesem Beitrag gehen wir graf auf die Hauptsehenswürdigkeiten an, die Simmer markieren. Am Dorfkern von Simmer steht Pfarrkirche St. Martin oder auch die Märteskirche. Das Bauwerk gauf gegen den Anfang vom 14. Jahrhundert erbaut und auf die Initiative vom Ritter Thomas von Siebenborn im Jahr 1317 geweiht. Und Kirfisch von den Gräber, die Dels nach zurückgehen, bis ans 16. Jahrhundert. Der Bannerraum von der Kirche besteht aus drei Schiffen. Das Mittelschiff ist von einer Blenderkette mit vier gotischen Heichfenstern umgehen. Über der Sakristei befindet sich eine Plattform für die Kirchenchor, wo sich auch die aktuelle elektrische Orgel aus dem Jahr 2005 befindet. Daneben von dem mit Wappen dekoriert Steine, Grabmäler und Barockfiguren. Bemerkenswert ist die Lützeburg einzigartige Grablegungsgruppe aus dem 16. Jahrhundert, die ursprünglich die Endstation von einem Kreuzweg darstellt. Märteskirche und ihre Kirche gaufen an den Jahren 1996 und 1997 mit der finanziellen Unterstützung von der Kommission von der Europäischen Union restauriert.
Zanter dem Jahr 1962 als Zimmer St. Martin-Kirch als Nationaldenkmal angestuft. Am Jahr 2017 gouf an der Gemeinde Simmer 700 Jahre bestehen von der Märtyskirche gefeiert, wofür sich das Festkomitee 700 Jahre Märtyskirche Simmer gegründet hat und eine flotte Manifestationskalender am Jubiläumsjahr organisiert hat. Simmer Schloss erhielt sich auf einem Vielsprung. Nur der Entstehung von der Herrschaft Simmer, Ende vom 9. Jahrhundert, wurde den ersten Herr von Simmer, den im Vielsprung, wo derzeit ihr römische Kastell soll gestanden haben, ein Bursch errichtet gelöst wird. Der Name von diesem ersten Herr ist nicht bekannt, weil in der Zeit noch kein Familien ihm bestanden haben. Recht an einem Dokument aus dem Jahr 1192 wird der gewissen Theoderich als Besitzer von der Burg erwähnt. Am Jahr 1233 stellt den dämolischen Besitzer Johann von Simmer seine Ländereien in der Herrschaft von der Lützebäuer Landesfürstin Ermesinde. Ugangs dem 14. Jahrhundert wurde Thomas von Siebenborn, der Schlossherr von Simmer, dem Mann, den auch St. Martin-Kirche am Dorf errichtet gelöst wird. Nach einem Brand am Jahr 1779 ist das Schloss zerstört und verfallen gelöst. Das Schloss besteht von der Unse als Ruin, obwohl der Privatbesitz übergegangen war. Von 1957 bis 1969 wurde sie von einer Privatperson bewohnt, den Schloss ausbessern und restaurieren gelöst wird. Bis heute ist das Schloss auf Privatbesitz und kann nicht besichtigt gehen. Gäsebrück, gelegen am Milleweg zu Simmer, gauf 1761 gebaut, für Simmer und Simmer-Schmelz mit seiner demolischen Gäserei zu verbannen. Zusätzlich wird das Brück auch die Verbindung auf Anseburg garantiert. Mit seiner Buckelform ist Gäsebrück eine von den pittoresken Brücken am Land. Und gerade wie die Märtyskirche und Schloss steht auch Gäsebrück unter Denkmalschutz. Siebenbohren sind ein Denkmal am Dorfkehr von Simmer, das 1959 nach einer Idee von der Gemeinde und dem demolischen Bürgermeister Eduard Mamer gebaut gauf, das mit der finanziellen Unterstützung vom demolischen Innenminister. An einer ersten Idee sollten die Nymphe Flüsse über die Leitungsrohre vorgesehen gehen und Wasser soll selbst die Kap von den einheimischen Fisch an den ewigsten Basin von den Siebenbohren fließen. Siebenbohren symbolisieren Quellen, die aus den Kornischen am Schloss entsprangen. Allerdings wird die Bohren durch zwei Quellen gespeist, die dann an sieben Leitungsrohre kanalisiert gehen.